Der Entscheid kommt etwas abrupt, auch für mich, und er kommt früher als vorgesehen. Mein Entscheid erfolgt aus persönlichen Gründen. Vorletzte Woche hatte mein Mann einen Schlaganfall. Das war ein Schock für uns beide. Es ist ein Einschnitt, nach dem ich nicht einfach gleich weitermachen kann wie bisher. Simonetta Sommaruga ist seit 2010 im Bundesrat. In diesen 12 Jahren war sie zweimal Bundespräsidentin. Hier Bilder von der Präsidialfeier zu Biel im Dezember 2019. Bei der Jura-Frage hat die SP-Bundesrätin eine Vermittlerrolle eingenommen und die Konferenz mit den Kantonen Bern und Jura geleitet. Nach den Verhandlungen unterschreiben die Kantonsregierungen 2012 die Absichtserklärung, die zur Lösung des Jura-Konflikts führen soll. Es waren intensive 12 Jahre. Es war mir eine Freude und eine Ehre, mein Amt als Mitglied der Landesregierung auszuüben. Ich habe es gerne gemacht. Danke. Sie hat spielerisch mit grosser Virtuosität politisch wichtige Aspekte können, darlegen und verarbeiten, und ist aber auch immer im grossen Bild geblieben. Sie hat sich nie verheddert.